Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing mit der Kurzfrucht, wie sie im Buche steht. Schwarz und wie im Kreise drehend. Achso, okay. So wird die in jeder Biologie beschrieben. Mhm. Links oder rechts drehend? Oder ist das egal? Links. Es gibt ja links. Auch links oder rechts drehende Kulturen. Ja, aber links, weil rechts ist ja gegen schwarz. Oh, Alter. Wo wir gerade beim Thema sind, heute hat die Schweiz abgestimmt, Kevin. Worüber denn? Über sofort abschieben, wenn die straffällig werden. Also Ausländer. Und die sind tatsächlich dagegen. Gegen das sofortige Abschieben? Ja. Also das wäre dann halt ohne Einzelfallentscheidung gewesen, ohne Richter. Wenn die halt direkt bei Straffälligkeit abgeschoben worden. Und ja gut, da ist dann entschieden. Ist dann natürlich auch immer so die Frage, wenn sich dann herausstellt, dass ein fraglicher Straffälliger vielleicht doch gar nicht straffällig geworden ist, sondern zu unschuld, also ne, unschuldig, zu Unrecht beschuldigt wurde, das wollte ich sagen. Ne? Ist ja nun mal nicht ganz so leicht. Würde ich jetzt also mal. Ich glaube schon, dass sie dann halt schon nicht hätten verurteilt werden müssen, ne? Aber. Dann wären sie halt, wenn es erwiesen wäre, abgeschoben worden. Könnte ich mir so vorstellen. Also wenn das alles in geregelte Bahnen laufen würde, na, weiß ich nicht. Aber gut, die Schweiz hat jetzt natürlich auch nicht so viele Ausländer, ne? Die halten sich ja aus allem raus, die sind ja schlau. Das Kuriosum ist ja, in der Schweiz ist, glaube ich, der höchste Ausländeranteil Deutsch, genau. Weil die ganzen Studenten da sind und die Steuerflüchtlinge. Richtig. Ah, ich habe schon einen Fisch dran. Oh mein Gott. OMG. Oder hau ich den Köder direkt mal eine Büsche rein. So, ich habe auch wieder die Boilies hier direkt am Start. Da hast du heute jetzt mal mit der Top News angefangen. Ich wollte nämlich eigentlich als ja. Opener hervorbringen, dass Peter Lustig gestorben ist. Wusste ich gar nicht. Ja, schon vorgestern. Am 23. Guck mal, also schon einen Monat her wieder. Schon ein paar Tage wieder vorbei. Ja, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt. Kevin, der Held unserer Kindheit. Guck mal, wo sie heute enden, mein Superbrain. Gerade, ey. vervollständige folgenden Kinderbuchtitel. Puh, der Bär. Zucker. Ja, Zuckerwart. Puh, der Bär wäre richtig. Puh, der Zucker. Boah, ey, das geht gar nicht. Da fragst du dich doch auch manchmal, sind die Leute so doof oder? Oder tun die nur so? Das Schlimme ist, sie sind so doof. Ja. Und ich hab manchmal das Gefühl, ich kenne 95% dieser Leute. Also, ne? Der Gesamtbevölkerung. Was? Hast du auch so dumme Freunde? Was? Ich möchte. Fall abgeschlossen. Ich möchte mich aus deinem Freundeskreis ausschließen, wenn du nur solche Leute kennst. Nein. Heißt ja nicht gleich Freunde. Ich zähle mich dann zu den 5%. Ja. Ja, wie gesagt, kennen ist ja nicht gleich Freunde. Da differenziere ich ja. Doch, ne? Ich kenne nur Freunde. Ach so, du hast so eine amerikanische Grundhaltung. Ja, die anderen kenne ich nicht. Bei den Amis ist es halt ja meistens so, jedenfalls sagt man das ja. Dass sie so dermaßen oberflächlich sind, dass sie jeden, den sie kennen, gleich als Freunde bezeichnen. Und wenn du dann irgendwie mal sagst, oder wenn die sagen, ne, wäre nett, wenn wir uns mal treffen könnten und so, und wenn du dann bei denen vor der Tür stehst, so unvermittelt, dass sie dich dann direkt wieder wegschicken oder, keine Ahnung, zu der Winchester hinter der Tür greifen. Netflix und chill. Hab ich mir so sagen lassen. Ja, das ist da wohl nicht gang und gäbe. Boah, da will ich doch nicht nach Amerika, ey. Oh, den ersten Karpfen hier am Start. Warum? Weil die nicht direkt Netflix und Chill machen? Ja. Also dazu einwilligen. Das nimmt so ein bisschen den Reiz, ne? Nach Amerika zu fahren. Ja, was willst du da noch da? Das wäre das Einzige, was du da machen kannst. Der Grand Canyon ohne Netflix und Chill? Ist nicht drin. Echt scheiße. Da kommen direkt nach Alaska aus, mein Mann. Richtig geil in der Pampa. Von Grizzlies umzingelt.
So wie Leo So wie in Leo, The der heute den Revenant. Oscar gewinnt. Boah, ich bin da noch nicht so sicher. Boah, Ich glaube ja, auf keinen Fall dieser. der Scheiß Matt Damon, Alter. Nee, ich habe so das Gefühl, dass der diese, der Michael dieses. Fassbender. Nee, der dieses dänische. Danish Girl, die Frau da gespielt hat, der Typ. So Crossdresser-mäßig, dass der den gewinnt. Never, Dieser, boah. Alter. Das Ah, sind doch doch, nur so, das sind die. nur so alte Säcke, die sind doch voll dagegen. Die haben doch auch extra keine Schwarzen nominiert, weil die alle dagegen sind. Als ob die dann so eine Transe da den Oscar geben. Ja, ich weiß ja nicht, also das ist so ein Indie-Film wieder irgendwie, den Schauspieler kennt keine Sau. Ich glaube schon, dass der da drin macht. Das ist doch bisher immer so gewesen. Ich glaube, Leo macht das. Ja, Wenn nicht, habe ich ich morgen hoffe. keinen Fernseher mehr. So wie du heute auch schon keine Festplatte mehr hast. Korrekt. Aber da kann ich nichts für, den habe ich nicht gegen die Wand geworfen. Also glaube ich, aber. Ich erinnere mich nicht daran, jemals gegen die Wand geworfen zu haben. Weil es ist ja dieser eine Scheißfisch. Ah, jetzt habe ich ihn. Und es ist ein Spiegelkarpfen. Boah, Hui. 3,9 Kilo. Holla die Waldfee. Und da ist schon der nächste direkt an der Dry. Das ist hinter Tor Dry. Oh, Okay, nee, ich glaube, oh, ich krieg Magen-Darm. Ich sag's dir. wieso? Ich sitze hier schon mit Decke, weil mir die ganze Zeit so kalt ist, ey. Und auf der Arbeit haben alle Magen-Darm gehabt, nur ich noch nicht, ey. Aber ich glaube, er hat mich erwischt. Solange noch nicht warm das Bein runterläuft, ist doch alles gut. Merke ich nicht. Ist ja alles schon warm von der Decke. Ach so. Oh. Da muss schon ein bisschen mehr aufgefahren werden, dass ich das hier mal merke. Zum Alter, was ein Beispiel Brummer ein ich hier gerade leckerer gefangen habe. Milchshake von McDonald's. Hä, warum steht da unten gerade Quasi 29 Kilo? Der hat doch. als Startup. Und Hä, voll verbuggt? was? Das Angelspiel hier? Ich Nein. hatte gerade 9 Kilo. Jetzt habe ich den zweiten gefangen und habe 29, aber der wog nur 10 Kilo. Das kann nicht sein. Laut meiner Berechnung sind 9 plus 10 19 und nicht 29. Ich kann mich aber täuschen. Marc, ich möchte dir daran erinnern, dass du kein Mathematik studierst, ja? Also, Aber ich ich hatte wäre mit Mathe-LK. solchen. Und 4 Semester höhere Mathematik. Ich bitte dich. Ach ja. Das Und sind 2 Semester Ausflüchte. davon bestanden. Oh, ich habe einen gemeinen Karpfen. Warum angel ich immer nur die gemeinen und nie die netten Karpfen? Weil ich sag immer, wie der Fisch, so der Angler. Alter, hackt's noch? Willst du mal ein paar auf die Fresse haben oder was? Boss Maul, Junge, komm doch her. Alter, ich bin gerade ein bisschen zu doof zum Auswerfen. Wie ging das nochmal? Ich glaube, die patchen das bald. Damit man auch zielen kann, weil sich so viele darüber aufregen, dass die nicht auswerfen können. Aber ich finde das jetzt gar nicht so schwer. Also, wer das nicht hinbekommt, der spielt wahrscheinlich mit 5 FPS oder so. Der spielt mit 5 FPS. Wobei viele spielen das auch mit Controller. Da wundert mich dann auch nichts mehr, ne? Jetzt im Ernst? Ganz ehrlich, wer ein Spiel mit Controller spielt, hat sowieso verloren im Leben. Ich wiederhole meine Frage. Alter, willst du fressen oder was? Das Einzige, was ich mit Controller spiele, ist FIFA. Ne, das spiele ich lieber mit Tastatur. Das spielst du gar nicht. Richtig, weil Ja. ich im echten Leben wie im virtuellen Leben, kann man das so sagen, eine totale Fußball-Nulpe bin. Kevin Schalk hat heute gespielt und Gladbach. Ja, das ist schön. Ich habe bei Manu letztens das Schalke-Spiel gesehen. Gegen wen haben die nochmal gespielt? Gegen so einen ukrainischen Verein. Das, was zu 0-3 verloren haben, oder das, was zu 0-0 gespielt haben. Nee, das 0-3. Also das Donnerstag. Richtig. Habe ich auch gesehen. War nice, haben sie richtig gut gespielt. Ja, tierisch. Ich bin immer glücklich, wenn Schalke verliert. Ich glaube, wenn Manu nicht satt gewesen wäre, hätte er, keine Ahnung, sein Haus demoliert. Aber da er satt gewesen ist, war er zu träge, um sich zu bewegen. Hatte nicht noch Todesgrippe? Ja, Todesgrippe, eine Erkältung. Aber wir haben uns Ja, das so ein ist ja XXXXXXL Todesgrippe. Burger gekauft. Er Für meinte heute, 20 das Euro war, ein Burger. wir haben in 2 Wochen ein Mannschaftsspiel.
Da meinte heute schon, er kann nicht spielen, weil er bis dahin nicht fit ist. Ja, das ja, kann ja sein. Ja, ich sag ja, Todesgrippe. Mein Mann ist ja Schnupfen Todesgrippe. Ja. Gut, dass ich da gekündigt hab, ey. Muss ich mir das nicht mehr antun. Du könntest ja jetzt eh nicht spielen, weil du ja eine baldige Magen-Darm-Grippe hast. Ja, aber in 2 Wochen noch nicht mehr. Ja, vielleicht gerade erst in 2 Wochen. Ach. Vielleicht kündigt die sich jetzt erst an. Ich hab doch. So ganz leise. Bei meinem Buddy, ne, also wenn du mich jetzt hier sehen konntest, über die Webcam, über die Imaginäre, das ist ja Arnie ein Witz gegen. Leute, seid froh, dass Marc keine Webcam hat. Warum das denn? Ja, die würden vor lauter Epicness alle blind werden. Das stimmt. Ich müsste jedes Video mit epischer Musik hinterlegen. Ja. Allein wegen meinem Erscheinungsbild. Geblendet von der Lichtgestalt. Wobei, ich nehme dann immer eins von dir, wenn du da nackt vor deiner Webcam da sitzt, ey. Oh ja. Oh, ich habe Wels an der Angel. Geil. Das ganze Bild quasi ausgefüllt von Penis. Weil ich sehr, sehr nah dran sitze. Ich wollte gerade sagen, welche Zoom-Stufe hat deine Webcam? 200 oder was? So ein Mikroskop als Webcam, ey. Alter, jetzt wird's persönlich. Na nun, was ist das denn? Ein Ringelwurm? Ach nee, das ist ein E. coli-Bakterium. Ja, wie nennt man Menschen ohne Y-Chromosom? Schwul. Boy, Superbrain. Die geilste Frage ist aber immer noch, welcher Schokoriegel ist nach dem römischen Kriegsgott benannt? Snickers. Ja, ist auch richtig. Wer hat die dicksten Nüsse? Lion King. Wie heißt das nochmal? Lion King ist König der Löwen. Wie heißt denn? Ach, das heißt nur Lion, ne? Der Schokoriegel. Dieser andere Schokoriegel? Ja. Für den wir hier keine Werbung machen. Der hat richtige Nüsse drin. Nee, hat er gar nicht. Doch. Hat. Lion hat doch keine Nüsse drin. Doch, der hat doch so ganze Erdnüsse am Stück drin. Hat. Das ist Snickers. Lion hat nur so Waffeln drin, so Knusperwaffeln. Ja, guck, und ich dachte mal, das sind Erdnüsse. Lange kein mehr gegessen. Ja, das kommt davon, wenn man schon die dritten hat, dann ist ja, alles dann viel, ist alles, viel härter. Alles, was hart ist, ist da. Fehlt im Platz in meinem Mund. Das hab ich jetzt nicht gesagt, ne? Der Marc, der nimmt lieber die Weichen, die durchhängen. Ja, korrekt. Die Fleischpenisse, gell. Ich hab jetzt eigentlich gar nicht vom Penissen reden wollen. Ja, ja, ja. Du weißt genau, was du gedacht hast, ey. Was ist denn jetzt hier mal mit dem Wels, ey? Kann er mal hier an der Oberfläche kommen? Was ist da los mit dem Wels? Vielleicht fangen die Oscars an und ich bin immer noch hier am Fisch drillen. Ja. Dies kann natürlich nicht sein. Ich habe letztens so ein geiles Flash-Game im Internet gesehen. Da spielt ja auch Leo, wie er dem Oscar hinterher rennt und auf dem Weg muss er dann so über Paparazzi springen und. Ach, auf dem roten Teppich da, ne? Ja, genau. Muss gucken, dass Lady Gaga dich nicht fängt und so ein Das fand ich ein bisschen lustig. Aber heute verliert das Spiel seine Lust, weil heute riecht er den ja. Bist du dir da so sicher? Ja. Da kann man doch bestimmt auch drauf wetten, oder? Ohne Witz, ich wette nicht mehr. Ich habe heute auf Gladbach gewettet. Für die 1-0. Verscheißen das noch zum 2-2. Ich habe auf Leverkusen gewettet. Verlieren die 3-1. Ich habe auf Frankfurt gewettet. Spielen die 0-0. Und noch irgendwas habe ich gewettet, die haben auch verloren. Immer auf die ich wette, verlieren. Also eigentlich kann ich schon bestimmen, wer deutscher Meister wird, indem ich einfach immer auf die anderen alle setze und verlieren die immer. Aber warum setzt du dann nicht umgekehrte Psychologie ein? Und ja, ich denke ja immer, aber normalerweise willst du auf die wetten, aber die verlieren eh, also wettest du auf die. Ja, meine, das ist einfach andersrum. Dann kehr das doch nochmal um. Ja, aber ist egal, wie ich da drehe. So, das einfach Y. Nee. Y ergibt wieder Y. Nee, nie, das war mit Minus, Entschuldigung. Ja, Kevin, alles klar. Merkst du selber. Minus ja, mal Minus mal Minus ergibt Minus. Nee, ergibt Y. Ja.
Ich bin unterzuckert. Hier liegt links neben mir so ein Stück Schokokuchen und Oh, darf da jetzt ich nicht hab auch reinbeißen. Schokomuffins. Oh. Aber meine Magen-Darm ist ja im Kommen. Also ich würde es, ne, herausfordern. Ja, das, ich meine, wenn das jetzt losgeht, dann kann ich sie eh mehr essen. Das muss ich jetzt alle vorher fressen. Ist ja klar. Eigentlich schon, ne? Damit sich das Kacken und Kotzen auch richtig lohnt, Ja, jetzt dann nochmal machen sie es ja schön schlecht. den Metabolismus jetzt erstmal schön nochmal, ne, fordern. Aber wie lange ich den Kackfisch hier schon drill, ne? Das kann nicht wahr sein. Ich krieg den nicht raus. Und meine anderen Routen piepsen die ganze Zeit, wie bekloppt. Piep, 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 piep. Pieps. Piep, piep. Oh, ich glaube, er hat aufgegeben. Juhu! Irgendwie beißen die nicht Alter. so wirklich bei mir. Richtig geiler Wels, aber nicht ganz so groß. Flatter. Alter, ich habe einen Boss-Wels gefangen. Moff Gully. Was ist ein Moff Moff Gully. Gully für ein Fisch, ey? Das ist auch ein syrischer. 27,2 Kilo. Ja, Das ist ein syrischer syrischer Flüchtling. Weltflüchtling, Boah, böse, darf man eigentlich nicht sagen. Hier darf man alles sagen. Achso. Wir sind hier nicht auf dem niveauvollen Kanal. Das hast du wohl vergessen. Ach ja, stimmt ja. Es sind ja nur wir. Erstmal ins Mikro furzen. Und wir sind an keine Verträge geknebelt. Ich Also können glaube, wir das machen, was werden wir wir auch wollen. nie. Doch, von irgendeiner russischen Mafia oder so. Die versprechen uns das Gelbe vom Ei und dann kriegen wir das Weiße in Roh. Da kriegen wir auch nur das Gelbe vom Ei, nichts anderes. Oh, das war nicht geil. Was, wenn in deinem Knebelvertrag steht, ja, und du bekommst am Ende des Monats das Gelbe vom Ei und du dann wirklich so eine Schüssel kriegst, nur mit Eigelb? Ja. Das Eigelb ist mal das Beste vom Ei. Ja, stimmt. Es soll ja auch so Leute geben, die das Eigelb irgendwie nicht mögen, aber ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich so wiedergeborene Nazis. Was haben die denn jetzt mit Eigelb zu tun? Du hast doch gesagt, man kann dir sagen, was man Aber den Zusammenhang habe ich nicht gecheckt. will. Ja, Hat Eigelb auch ist keinen. gut, ne? Eigelb ist gut. Ja, Nazis sind und scheiße. richtig. Ja. Ja. Merkst du nicht die Antonymie? Ja, das ist Antonymie? Puderzucker. Aus derselben Buchreihe wie Ben der Dämon. Die Nazis und Schön. das Eigelb. Ja. Da stehen dann so. Boah, nee, das sage ich jetzt nicht. Ich hatte gerade. Komm, Nee, heute nee, heute ist nee, doch nee. Sag, was du willst Nee, haben. das ist zu hart. Das kannst du nicht bringen. Bist du dann wieder angeschrieben, Ja. dass du das bitte aus deinem Video entfernen sollst? Korrekt. Was war nochmal das, was du rausschneiden solltest? Die Irgendein Stück Musik, ne? Endmusik bei Firewatch. Oh, ich habe noch einen Wels gefangen, beim Kleinen diesmal. Von wem wurde das gepublished, das Spiel? Von. Pah. Irgend so einem Studio. Frag mich nicht, welches. Ist ganz neu gewesen. Ich glaube, die haben sich extra für das Spiel zusammengefunden gehabt. Also, die haben schon vorher ein paar Spiele gemacht, aber. Also nicht in der Weißt Konstellation. du, haben nichts vorzuweisen, aber furzen da die armen YouTuber an. Ja, das war nicht Ganz mal im von denen. Ernst. Das war nicht mal von denen. Achso. Das kam ja Dann doch. von der scheiß GEMA. Achso. Das wurde ja Ach ja. nur in Deutschland gesperrt, woanders ist es ja nicht. Nur was bringt mir, wenn das in Deutschland gesperrt ist, dann ist es auf Deutsch. Also wenn irgendein Und vor allem die GEMA-Mitarbeiter das ganzen. hier sieht, lasst euch gesagt sein, wir finden euch doof. Weißt du, das haben ja auch ein paar andere gespielt, ne? Meinst du, bei denen wurde das gesperrt? Nur bei mir. Voller Witz. Immer auf die kleinen Leute. Ja, richtig. Mit denen kann man es ja machen. Oh, hat er Fischkampf? Fish fight. Fish fight. Fish fight. Fish fight. Aber Wollen das wäre noch eigentlich ganz geil, eins, zwei, drei Stunden nur noch. wenn das Spiel so ein bisschen was von Pokémon hätte, dass man seine gefangenen Fische gegeneinander kämpfen lassen könnte.
Zum Glück hast du keinen Angelschein. Wieso? Da würdest du am Wasser sitzen und die Fische mit einem Messer an die Stirn kleben und die im Eimer rumschwimmen lassen, ey. Ey, das wäre voll geil. Klar, ey. Messerfischkampf. Und Ja, klar. dann noch Wetten darauf setzen. Ja, Sigi. Und wenn schon das illegale Programm, dann auch richtig. Zack, da haben wir ihn. Was ist es? Ein Spiegelkarpfen. Nice, guck mal, diesmal kein gemeiner Karpfen. Du bist jetzt schon als Spiegelbild deiner Seele. Schwarz wie die Nacht. Ich habe noch keinen schwarzen Karpfen gefangen. Ich habe auch einen Also hier. heute noch nicht. Hatte wieder zwei Fische, scheiße. Ach, mein Handy, ey. Weißt du, da sagst du einmal nicht, dass du im Bett schon mal bist, ne? Damit die dich alle in Ruhe lassen, ist das hier nur um Klingeln, ey. Geh doch mal dran. So, Ja, ist ja live und nur. in Farbe. Ist ja nur WhatsApp. Ach so. Only WhatsApp. WhatsApp. Mein Gott, was habt ihr wieder für einen Mammutfisch? Boah, jetzt hab ich auch wieder drei Fische dran, ja, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, weißt Bist du wieder am Rumzerren wie so ein Doofen und nichts passiert? Ja? Ja, bist du müde? du? Ah. Du Dreckstück! Muss einfach Kescher mit ihren Oberflächen nah dran sind, aber der hier kommt nicht mal nah ran. Ich kann ja machen, was ich will, ey. Passiert nichts. Ah, jetzt. Ah, jetzt ist er müde. Da haben wir ihn. Und, was ist es? Oh, schon wieder ein gemeiner Karpfen. Der sagt wieder gegen was gegen meine Mutter. Deine Mutter stinkt nach mir an ganz bestimmten Orten. Uncool. So, Kevin, weißt du, was das jetzt heißt? Gott sei Dank Ende. Nee. Was? Das heißt, dass du jetzt nicht schlafen kannst, weil du Albträume hast und deshalb müssen wir durchmachen und die Oscars gucken. Ist das nicht geil? Ja, tierisch. Boah, das war ein weiter Auswurf. Leck mich im Arsch. Du alten Pro-Player. Komm, Fisch, bleib hier. Ich sag ja immer wieder, wenn hier Angeln in die ESL kommt, dann, ne? Bist du der Erste, der dabei ist? Weißt du Jetzt Bescheid. geht das hier wieder nicht hier. Dann dreh ich richtig auf. Das wäre geil. Eurofishing ESL. Was ist eigentlich aus der ESL geworden? Ich weiß noch vor. Oh, keine Ahnung. Wann lief Giga Games noch auf NBC Europe? So vor 10, Keine Ahnung. 15 Jahren. Da war das noch richtig groß. Da hat man auch Hör mal, ab und an mal in diversen Formaten was davon gehört. ich Aber hab da mittlerweile. früher Vietcong gespielt, ey. Two Bevor du on wegen two, deiner. Leder. Bevor du wegen deiner Cheats gebannt wurdest. Ne, die habe ich erst danach benutzt. Da ging es dann nur noch darum, wer den besten hat. Das Anti-Cheat-Programm wurde da nicht mehr weiterentwickelt. Wer den längsten hat. Ja. Dann hat jeder angehabt. Den Und dann habe ich längsten mich in so einer Quellcode. geilen Cheat-Community eingemogelt. Quasi reingehackt. Indem ich gesagt habe, ich habe einen Hack gemacht, aber habe ich den gar nicht gemacht, ich habe den irgendwo geklaut gehabt. Dann kamst du da in den Entwicklerforum von den ganzen Cheats und da waren halt die neuesten Dinger dabei, Alter. Das war richtig nice, ey. Und dann hast du immer den Besten am Start, ey. Ja, könnt ihr mal sehen, Leute, die. Mein Gott. Ich fange nochmal neu an. Hallo! Da könnt ihr mal sehen, Leute. Der Markt, der ist so abgebrüht, der bescheißt sogar die Bescheißer. Ja, das stimmt. Aber da hat halt jeder beschissen. Das sind die beschissensten Bescheißer, die mich jemals beschissen haben. Moment, ich kann nicht offen reden, wenn die militanten Kinder Und stehen dabei. dann hat einer, so ein Privater hat dann so ein Anti-Cheat-Tool entwickelt für das Spiel. Und der hat dich dann auffliegen lassen. Hat dann alle paar Sekunden Einen Screenshots gemacht hat, Screenshot so gemacht hat, random. ne? Ja, und dann hatte ich natürlich direkt das Neueste, was sich mal pünktlich zum Screenshot abgeschaltet hat. Das war natürlich fuchsig. Das war schon nice, ey. Das ist echt schon ziemlich verblüffend, dass Leute Lebenszeit investieren, um etwas zu entwickeln, um andere Leute nach Strich und Faden zu verarschen.
Tja, ist immer so, wenn es um irgendwas geht. Um was geht es denn da? Ah ja, gut, bei der ESL Ehre. Auch um Preisgelder, aber ja, gut, so beim Zocken. Nicht, okay, das ist einfach so. Gerade wenn du noch jung und unerfahren bist. Ja, ja. Du hast doch mal 2 Stunden Counter-Strike gespielt. Müsste mal deine Erfahrung von da berichten. Ja, diese Welt ist einfach nur schlecht. Und böse. Und voller Russenkinder. Und was meinst du, was die anhaben? Ich glaube, hier sind bunte Männchen durch die Wand. Das kann gut sein. Aber ich glaube, ich habe an der 1 bisher noch nicht einen Fischstang gehabt. Die hole ich jetzt mal ein. Und werf die mal hier direkt vor meinem Angelplatz aus. Denn da springen die Viecher auch wie bekloppt. Ich habe hier Fische ohne Ende, aber nur so dumme Karpfen. Alle so 10 Kilo. Aber es ist schon 2 Wels immerhin. Was haben wir hier noch an der Leine? Was ist das denn hier, die 3? So nah vielleicht auch nicht. Timeraufnahme beginnt. Mein Fernseher spinnt, ey. Ja, ich hätte dann gerne aufgenommen, aber geht da wieder nicht. Scheiß Fernseher. Ah, nimm die Route in der Hand. Nimm die Route in die Hand und fang den Fisch. Sagst du doch immer deiner Freundin. Nimm die Route in die Hand. Und fang den Fisch. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Warum? Ach nee, jetzt. Der Angelhaken, der lag gerade auf meinem Kopf und ich konnte die Angel nicht einholen. Ja, nee, jetzt kann ich die Angel in der Luft geworfen. Konnte ich. Ah doch, jetzt geht wieder. Jetzt konnte ich die Angel vorhin noch nicht einmal mehr in die Hand nehmen. Das ist doch irgendwie, ne? Was geht hier eigentlich in dem Spiel? Wird Zeit, dass der Multiplayer nach Fishing Planet kommt. Aber ich glaube, nächsten Monat ist es soweit. Next month. Redest du jetzt schon aus Sicht des Märzes oder immer noch im Februar? Aus Sicht des Februars. Okay. Also Ende März geht ja in der Closed Beta. Kann dann wieder noch brauchen. Weil, wie gesagt, Anfang, Mitte April bin ich dann leider erstmal für mehrere Tage scheintot. Das habe ich ja schon in einem. Besaufen? Nein. Ich werde mich berauschen von Dark Souls 3. Ach, das habe ich doch schon erwähnt. Kevin, ich merke mir sowas doch nicht. So hörst du mir zu. Ja, schön. Korrekt. Das ist wie eine Ehe bei uns. Ja, ich bin der Mann. Das hättest du wohl gerne. Tja, Shotgun sag ich nur. Ich hab den Shotgun hier stehen. Ich kann immer zeigen, wer die Shotgun hat, ey. Ich hab die Shotgun in der Hose. Ich kann nicht zur Frau schießen. Mit einer Kanone? Zu einer Frau? Geil. Das nenne ich mal einen Auftritt. Bam. Kastration mit Schrot. An alle Herren da draußen, wenn er zu einem Date kommt, next level. Indem ihr zu einer zu der Frau mit einer Kanone geschossen werdet, dann habt ihr, glaube ich, schon gewonnen. Ja, es sei denn, das letzte Mal sagt zum Auffangen und ihr knallt gegen die Hauswand. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Oder gegen die Frau. Weil den Fett. Es sei denn, beide sind nackt und man fliegt Penis voran. Mein Gott, warum sage ich eigentlich in jedem Video das Wort Penis so oft? Weil du hast halt. Du bist noch bei Puderzucker. Und hast die ganze Zeit Puderbär im Kopf. Ja. Und denkst dann. Denk mal weiter. Und denkst dann an deine Kindheit. Wie du erschrocken nach unten geguckt hast. Und dir gedacht hast, was ist das? Hä? Ja, als du nach unten bei dir geguckt hast. Als du nackt in der Badewanne saßt. Was hat das mit dem Bären zu tun? Ja, Puderbär, Kindheit, nackt in der Badewanne. Erste Begegnung mit deinem Piep. Also, finde ich komplett logisch und deshalb beenden wir hier das Video. Der Kevin muss ein bisschen darüber nachdenken, aber bis zum nächsten Video hat er sich schon wieder eingekriegt und kann dem ein bisschen folgen. Auf jeden Fall bedanken wir uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.
Ich wiederhole mich. What?